So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Four Swords Adventures. Wir haben im letzten Teil hier diese Treppe aufgemacht und finden hier unten einen Bogen. Und wofür können wir den Bogen einsetzen, um diese ollen Statuen da kaputt zu machen? Da muss man aufpassen. Warum muss ich aufpassen? Denn ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Heißt, das ist schon 2 Wochen her oder so. Locker, mindestens. Und da muss ich erstmal gucken, was ich die... Ah, seht ihr? Die Steuerung. Ach, jetzt hat gerade die Richtung. Ich muss schneller sein. Ich muss schneller sein. Ah, ihr habt mich doch ins Auge getroffen. So, eine habe ich getroffen. Noch einen. Zweite Mal. Zweimal treffen, okay. Wunderbar. Das hat schon mal geklappt. So, jetzt müssen wir den noch besser machen. 1, 2, jawohl. Und schon ist die Tür da oben auf. Wunderbar. Gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Hier ist eine Schattenwelt. Ach du Scheiße. Laser. Eieieiei. Problem ist, ich habe mal abgesehen davon, dass ich keine Energie mehr habe. Oh, da oben ist ein Herz. So, jetzt mal schnell das Herz geholt hier. Noch ein Herz. Okay. Da ist eine Aura. Ich weiß, ich brauche eine Perle. Herzchen. So. Vorsicht vor den Laser. Ich habe tierische Angst vor diesem Laser. Kann er mich nicht kriegen? Der kann mich auch nicht kriegen. So, jetzt da ist eine Bombe. Wie gibt es mal eine Bombe? So, okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Die andere Seite. Herzchen ist immer sehr gut. Achtung, der Laser! Komm weg! Sind wir hier drin? Können wir mal reingucken? Ein Herzcontainer! Jawoll! Das hilft uns sehr weiter. Und hier ist es ja doch auch ein bisschen schwerer geworden. Jedenfalls für mich. Was ich in Erinnerung hatte jetzt. So, auch mal gerade so das. So. Oh, habe ich jetzt nicht aufgepasst. So, da ist wieder eine Bombe. Ich nehme einfach jetzt mal die Bombe. Und schmeiß sie auf so ein Laserding. Bringt nichts, ne? Nee. Gut, dann warten wir, bis die Bombe wieder da ist. Und dann versuche ich mal. Hier, schnell. Hinzu und da reinzuwerfen. Geht nicht. Geht nicht. Aber, ich sehe gerade was. Ich kann. Hier noch was. Aber was ist das denn hier? Ah, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Den Schalter da aktivieren. Und zwar, indem wir den Laser hier aktivieren. Boah, ich bin die Mondperle hier drin, richtig? Oh, Herzteil ist gut. Herzteil ist besser. Nee, das Kraftarmband. Blaues Kraftarmband halten, du fühlst dich dann schon. Kann ich denn jetzt die Dinger hochheben? Nee, aber vielleicht die großen Dinger. Ja, Laser, ich hab Angst vor dem Laser. Oh, das war der falsche Knopf. Jetzt müssen wir mal kurz eine Formation machen. Warum nimmst du das nicht? Der nimmt mein Job halt nicht. Der nimmt mein. Spinnt sehr schön damit. So. Wir können es auf jeden Fall schieben. Ah, Laser ist gefährlich. Gefährlich. So, jetzt müssen wir mal kurz zur Tür rüberschieben. Muss ich denn das hinschieben, das Ding? Ah, ja, Energie ist schon wieder fast runter. Muss ich denn das überhaupt hinschieben? Guck mal, hier gibt es ja auch Wege. Wie wär's denn mal, wenn ich hier rinkieke? So, die Viecher werden wir erstmal fertig machen. So, das war der erste von 27. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier ist hier ein Herz drin. Nein, ist es nicht.
Uiuiui, Freunde, jetzt wird's aber lange ein. Hier ist eins. So, naja, dann gucken wir mal, den werden wir auch fertig machen. Komm, mach die Augen auf. Oder mach die Augen, ja, ist klar. Dann hat sie zwei Augen, die er hat. Oh, mach das Auge auf. Blinzel, Blinzel. Bam. Nein, ich hab ihn doch getroffen. Och nö. Mann. Der hatte doch das Auge doch schon längst auf. Ist doch scheiße hier. Komm, jetzt auch wieder. Bam. So, damit haben wir ihn kaputt gemacht. Und hier gibt's auch einen Bogen. Bogen haben wir aber schon. Das ist eine Kiste. Okay, dann den nächsten. Machst du das Auge auf, Keule? Oh, und Auge auf. Wunderbar, schönes Timing. Klasse! Noch ein Bogen? Bogen haben wir auch schon. Au. Eins. Zwei. Und wir sammeln Forstkristalle ohne Ende. So, haben wir hier wieder einen Bogen. Haben wir schon. Eins. Zwei. Jawohl. Eiskalt sind wir da. Eiskalt. Bogen Level 2 erhalten. Uiuiui. Er schießt bis zu 3 Fällen dann. Du hast unbegrenzt. Ne, unbegrenzt hatten wir vorher auch, oder? Das ist das Eins gewesen hier, ne? Genau. Jetzt haben wir Bogen 2. Super. Okay, mit Bogen 2 können wir doch... Da können wir die ja mal richtig platt machen. Geile Sache. Komm, mach Auge auf. Geiles Ding. Also der Bogen 2 ist ja mal richtig praktisch hier. Muss man ja einfach mal sagen. So, so, dann geht da das Tor auf. Wir brauchen ja im nächsten Raum noch einen Schlüssel und... Was brauchten wir noch? Eine Mondperle. Na, gucken. Hier war mehr weiter nichts sonst drin, ne? Ne. Gut. Weiter, in den nächsten Raum. Schalter. Mal töten. Ja, sehr gut. Dass man euch töten kann, machen wir das jetzt mal. So, Schalter. Formation und... Haha. Eine Mondperle, genau, da ist er. Schmeiß weg. So, und was ist hier drin? Oh, ein paar Kristalle nehmen wir auch gerne. So, die Mondperle haben wir. So, dann gehen wir mal hier durch. So, ja, Vorsicht, dort sind Lasers. Kann ich hier die Krüge nicht bringen? So, da ist das Portal. Und ihr kennt ja das Spiel. Wir sehen uns im Pokal. Bis gleich. Portal. Bis gleich. So, willkommen in Portal. Ich wurde noch mal einmal kurz vom Laser erwischt, aber ich habe ja gerade hier ein Herz gekriegt. Das ist sehr gut. So, was haben wir denn hier unten drin? Jede Menge Krüge. Die machen wir kaputt. Glücklicherweise keine Laser. Herzchen, okay. Ein paar Forstkristalle. Wir brauchen ja einen Schlüssel. Forstfee. Sehr gut. Da ist der Schlüssel. Das ist ja mal herrlich. Alles, was wir brauchen. So, das ist auch alles, was es hier gibt. Also mal schnell den Schlüssel genommen. Und wo ist jetzt der Ausgang? Achso, bei diesem Portal. Dann können wir mit dem Schlüssel auch gleich zum Schloss gehen. Das geht, glaube ich, alles im Video. Ja, hoch ging ja eigentlich immer. So, okay. Und dann schnell, schnell, schnell. Auf Laser. Pass auf die Laser auf. Oho. Oh. Ja, ich lache immer noch. Oho, ganz kurz. Hau mich hier. Ach, du Scheiße. Sherrod. Ich glaube, wir müssen mal Schattenlink wieder auf die Fresse hauen. Naja, dann machen wir das mal. Wenn wir mal hinkommen. So, er verpisst sich auf jeden Fall. Gut, was haben wir hier? Mal die zwei Typen hier fertig machen. Eins. Und wir haben auch gleich. Sauber, wir haben jetzt
1999 und jetzt haben wir über 2000 und unser Schwert legt sich auf. Wundervoll, das freut uns doch. Schön, das freut mich wirklich. Ha. Ich bin auch ganz froh, Leute, dass ich hier ganz gut wieder reingekommen bin. In das Spiel gesagt. So, wir brauchen Feuer da oben in den Trügen, würde ich mal sagen. Und das kriegen wir mit eigentlich ganz gut mit einem Pfeil hin, ne? Sauber. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Ach, die Scheiße. Hm, können wir die irgendwie kaputt machen, glaube ich? Vor allem sind nicht die Einzelnen. Wir haben auch noch Laser. So, wir müssen wahrscheinlich alle Fackeln anmachen. Wie kriegen wir das hin? Einmal so. Dann so. Oh, oh. Vor allem müssen wir auf die verdammten Laser aufpassen. Oh, oh, oh. Leute, das wird sehr knapp werden. Ah, hier kommen wir noch nicht ran. Müssen wir mal gucken. So. Ach, da müssen wir ein bisschen geduldiger sein. Das ist ganz schön schwer für mich jetzt zu erkennen, weil ich ja, wie gesagt, das Bild zu klein ist. Jetzt mal ganz genau hingucken. Ich muss jetzt mich hier vorbei an dem. Und von hier oben nach unten schießen. Dann mache ich hier nämlich schon gleich die ganze Dinge an. Herrlich. So. Lass mich auch schön mal vom Laser treffen. Ist ja auch mal so. So, ah, es ist ganz schön gefährlich hier, Freunde. So. Warum macht der das kaputt? Warum geht das nicht? Hallo. Hä? Jetzt muss ich mal kurz warten, bis der da weg ist. So, dann gehen wir schnell hier rüber. Und schießen. So, dann haben wir da Feuer. Das heißt, auf der Seite haben wir jetzt überall Feuer. Ne, da oben links noch nicht, ne? Das kriegen wir aber noch hin. Jetzt müsste ich doch aber hier den. Oh, das sage ich doch, ihr Lutscher. Geh ich mal nach hier oben. Scheiß Leder, das ist einfach zu gefährlich. So. Dann müssen wir hier mal was ankriegen. Und zwar kriegen wir das von unten. Gucken wir erstmal, ob hier Herz drin ist. Ja, toll, das tut uns sehr gut. Mal erstmal von hier ein bisschen Feuer nach oben. Nein, warum geht das nicht? Wir müssen weiter links machen. Ah, weiter rechts, weiter außen. Weil? Ja, weil? Weil zu gefährlich, oder was? Wie kriegen wir denn jetzt die Dinger an? Hm. Das ist doch ganz easy, Schnitzi. Mann. Oh, das hätte deine Oma so reingekriegt. Sowieso. So, damit haben wir das außen an. Gehen hier vorbei und dann schießen wir hier hoch. Und dann müssten wir alles anhaben, oder? Nee, da oben fehlt noch einer. Schießen wir nochmal. Aha. Jawohl, Freunde, damit sind alle weg. Die Laser sind aus. Und... ein Schlüssel ist da oben. Aber wo soll ich den einsetzen jetzt? Habt ihr irgendwo ein Schlüsselloch gesehen? Da oben links. Ah. Wie gesagt, das ist, weil jetzt hier so eine große Überblickskarte gerade ist, ist das ein bisschen schwer zu erkennen, ehrlich gesagt. So. Wir sind im nächsten Raum. Und schauen uns mal um. Die Viecher, die können wir da gar nicht mehr. Mal hier eine Formation. Oh, dann soll man hier das Ding schon mal klappt, oder? Wundervoll. So, gibt es hier irgendwelche Schalter oder sowas? Nee. Zack. Zack. Bisschen Kristalle sammeln. Kann man nie genug haben von. Ja. Jetzt gibt es hier mehrere Ausgänge oder was? Das ist egal, welchen wir nehmen. So, ich gehe mal wieder rein. So, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Zelda Four Swords Adventures. Bis dahin. Ciao.